Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Ziegert. Ich bin Autorin und ich habe euch heute an einen besonderen Ort mitgenommen, auf den Leuchtturm Ober-Eversand. Wir sind hier in der Schreibstube des Leuchtturmwärters und ich möchte euch hier einen kleinen Auszug aus meinem neuen Roman Tod vor Helgoland vorlesen. Und ich nehme jetzt Platz da, wo einst der Leuchtturmwärter geschrieben hat. Ich lese euch jetzt einen Auszug aus Tod vor Helgoland. Das ist der dritte Fall von Friederike von Menkendorf, Hamburger Kommissarin, die eigentlich gar nicht ermitteln möchte in diesem Fall. Sie ist nämlich auf dem Weg zu einer Auszeit nach Helgoland und wir begleiten sie jetzt auf das Schiff. Rieke klammerte sich an das kalte Geländer, bis ihre Handknöchel weiß hervortraten. Das Schiff schaukelte wie eine Nussschale. Jedes Wellental ließ ihren Magen verkrampfen. Sie versuchte, sich auf ihre Atmung zu konzentrieren, als er einen Schwall eiskalten Wassers ins Gesicht spritzte. Ihr Blick suchte in der Ferne Halt. Überall grau. Der Himmel verdunkelte sich. Die Wellen überschlugen sich, Gicht schäumte. In dem Moment glitt ein großer Schatten von oben kommend an ihr vorüber. Was war das? Sekunden später sah sie, wie ein Körper auf der Wasseroberfläche aufkam und augenblicklich von einem schäumenden Wasserberg mitgerissen wurde. Sie brauchte einen Moment, bis sie begriff. Da war ein Mensch über Bord gegangen, in die eiskalte See gestürzt. Sie musste das Schiff anhalten. Sie warf den Rettungsring, der an der Schiffswand befestigt war, nach unten. Dann rannte Friederike von Menkendorf in den Salon zur Badame. Da ist jemand gefallen. Die Frau musterte sie skeptisch. Sind Sie sicher? Endlich begriff die Bedienung und rannte durch die Tür nach draußen. Dort, wo Rieke sich befunden hatte, hämmerte sie auf einen Knopf. Person über Bord. Alarmauslösung stand darauf. Ein schriller Ton setzte ein. Der Kapitän meldete sich per Funk. Was ist los? Die Maschinen hatten gestoppt. Der Kapitän wandte sich an Rieke. Zeigen Sie mir bitte, was Sie beobachtet haben. Rieke stieg die Treppen hinunter und folgte dem Gang entlang zu dem Deck, wo sie gestanden hatte. Sie sah hinab ins Wasser, doch von der Person war keine Spur mehr zu sehen. Der Kapitän forderte sein komplettes Personal an, auf der Brücke zu erscheinen. Sie sollten von dort aus mit Ferngläsern die Wasseroberfläche beobachten. Unterdessen sah sich Rieke an Bord um. Es gab nur eine Stelle, von der die Person in die Tiefe gefallen sein konnte. Sie ging zurück zu der Treppe, an der sie gestanden hatte. Die Stufen führten zum Raucherdeck. Direkt neben dem Absatz war ein Bereich der Bordwand frei zugänglich. Das musste der Ausgangsort sein. Bei diesen Wellen war es sogar möglich, dass jemand von dort fiel. Wahrscheinlich erschien es aber, dass der Passagier selbst gesprungen war oder gestoßen wurde. Niemand hielt sich bei dem heftigen Regen draußen auf. Regentropfen platschten auf leere Sitzreihen. Unter einer Bank lugte etwas Schwarzes hervor. Rieke fand Kosmetika in der Tasche, ein Buch einer amerikanischen Autorin über Erziehungsratschläge für Tiger Moms und ein Portemonnaie, in dem ein dickes Bündel 50-Euro-Scheine steckte. Der Ausweis lag darin. Es handelte sich um die Papiere einer Caroline Maywald. Vielleicht hatte die Besitzerin ihre Tasche nur vergessen. Doch es war möglich, dass sie zur vermissten Person gehörte. Sie würde den Namen ausrufen lassen, um das festzustellen. Sie sah auf das untere Deck. Keine 5 Meter darunter hatte sie sich festgeklammert. Das Ganze hatte den Bruchteil einer Sekunde gedauert. Sie sah sich das Geländer an, konnte keine Auffälligkeiten wie Blut oder Spuren eines Kampfes erkennen. Rieke kehrte zur Brücke zurück. In dem Raum herrschte Betriebsamkeit. Der Kapitän sprach über Funk mit den Seenotrettern. Vor ihnen tauchte der Rettungskreuzer aus einem Wellental auf. Könnten Sie bitte diese Person ausrufen lassen, bat sie den Kapitän. Sie zeigte auf die Handtasche.
Da wir nichts ausschließen können, müssen wir Fingerabdrücke vermeiden. Auf ihrem Smartphone zeigte sie eine Kopie des Personalausweises. Er machte die Ansage über Bordfunk. Rieke wartete auf der Brücke neben dem Kapitän. Ihr Magen hatte sich beruhigt. Sie hatte die Vermisstenmeldung an ihren Freund und Kollegen auf Helgoland durchgegeben. Harry Groß wollte die Personalien aller Passagiere prüfen, bevor sie das Schiff verließen. Die Frau, deren Handtasche sie gefunden hatten, Caroline Maywald, hatte sich auf ihre Durchsage über den Schiffsfunk nicht gemeldet und war bei einer weiteren Suchaktion auf dem Schiff nicht angetroffen worden. Ein schlaksiger Jugendlicher mit hochgegierten blonden Haaren kam schüchtern in Begleitung der Stewardess auf sie zugelaufen. Meine Mutter ist weg, teilte er atemlos mit. Er stellte sich als Eibe Maywald vor. Ist Caroline Maywald ihre Mutter? Fragte Rieke. Er nickte. Sie zeigte ihm die Tasche, die er entsetzt anstarrte. Die gehörte Mama. Der Satz ging in Tränen unter. Er berichtete von der Klassenfahrt, die seine Mutter begleitet hatte. 15 Jugendliche kehrten aus Berlin zurück. In dem Moment hatte Rieke ein Bild vor Augen. Als sie im Regen vor dem Ticketschalter warteten, hatte eine Horde Heranwachsender herumgetobt. Eine zierliche Frau mit goldglänzender Jacke hatte Streithähne getrennt und die aufgedrehte Gruppe zur Ruhe gebracht. Es hatte zwar niemand so deutlich ausgesprochen, doch die Überlebenschancen für Caroline Maywald im eiskalten Wasser waren äußerst gering. Der Kapitän kam auf sie zu und bat sie, ihm zu folgen. Er verließ den Raum und öffnete die Tür zu einem kleinen Besprechungsraum neben der Brücke. Sie sind Polizistin, vielleicht können Sie mir helfen. Sein Blick war fahrig, er hatte ihr einen Stuhl hingeschoben, lief auf und ab. Rieke war neugierig, auch wenn sie auf keinen Fall Ermittlungen im Urlaub und außerhalb ihres Bundeslandes führen wollte. Sie müssen wissen, dass ich nicht im Dienst bin und das nicht meine Zuständigkeit ist. Worum geht es? Er blieb stehen und sah sich nochmals vor der Tür um. Ich bitte vorab um äußerste Diskretion. Dieses Gespräch hat nicht stattgefunden. Rieke nickte. Doch die Neugier hatte die Oberhand gewonnen. Auch wenn ich nicht im Dienst bin, bin ich Polizistin. Zögernd begann er. Ich war so stolz, das war mein erstes Schiff als Kapitän und es ist ein Flaggschiff unserer Reederei. Aber 3 Wochen nach meinem Antritt begann es mit den verschwundenen Personen. So wie heute, meinen Sie? Leute, die über Bord gehen? Er schüttelte den Kopf. Nein, meist merken wir es gar nicht. Die Polizei kommt nach Tagen oder Wochen, hält mir ein Bild vor und fragt, ob diese Person auf dem Schiff war. Es gibt dann immer Buchungen dieser Passagiere, aber niemand hat die Leute gesehen und keiner weiß, was passiert ist. Was sagt die Polizei? Fragte Rieke. Sie vermuten, dass die Menschen selbst von Bord springen. Aber das sind so viele. Das kann doch rein statistisch gar nicht sein. Rieke nickte. Doch, das ist leider möglich. Hochhäuser, Brücken und Schiffe ziehen das an. Ich bedauere, aber da kann ich Ihnen nicht helfen. Sie haben das heute miterlebt. Könnten Sie das Schiff nicht eine Zeit lang begleiten und sich umschauen? Rieke schüttelte den Kopf. So einen Zufall wird es nicht nochmal geben. Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. In dem Moment fiel es ihr ein. Da war etwas. Sie hatte eine schnelle Bewegung über sich registriert. Einen Schatten. Etwa zeitgleich mit dem Sturz. So, das war meine Kostprobe aus Tod vor Helgoland. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.